Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile, gekürzte Version. Aber hier bitte richtig. Peter, nimm Platz. Moment. Also, das ist noch nicht der Beginn der Show. Wir fangen in 2 Minuten an. Peter Hane nimmt in Ruhe Platz. Peter, als Info für dich, dieses Mikro bitte in die Hand nehmen. Und für alle, die mich nicht kennen, ihr habt es eben schon gehört, mein Name ist Ludger, ich bin Kabarettist. Und die Sendung Ludgers Welt besteht aus Kabarett und Talk. Das heißt, gleich bei der Aufzeichnung werde ich erstmal beginnen mit einer Begrüßung an euch. Es wäre schön, wenn die Energie erwidert wird. Dann gibt's einen kleinen Kabarettpart von 2-3 Minuten. Wenn ihr das witzig findet, würde ich mich freuen. Und wenn ihr reagieren wollt mit Lachen oder Zwischenapplaus, sehr, sehr gerne. Und dann haben wir 1 Stunde Zeit zum Plaudern mit unserem Superstar Peter Hane. Bis hinten zur Straße stehen Menschen und winken von draußen rein. Wir wären auch gerne dabei. Habt ihr Pech gehabt. So. Im festen Vertrauen, dass das hier alles gut läuft, beginne ich jetzt mit den Worten. Hier ist Ludgers Welt im Kontrafunk. Mein Name ist Ludger. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, liebe Hörer, Friedrich Merz hat letztes Jahr gesagt, nicht Kreuzberg ist Deutschland, Guillermoz ist Deutschland. Das fanden viele nicht so gut. Drum drehe ich hier und heute live den Grundgedanken dieses Satzes einfach mal um und sage, wer mediterranes Flair genießen möchte, wer eine Gegend mag, wo immer die Sonne scheint, wo es gutes Essen gibt und lebensfrohe Menschen, der muss nicht nach Südeuropa reisen, der kommt einfach nach Baden-Württemberg. Jawohl. Und genau da sind wir hier. Liebe Gäste, haben Sie mitbekommen, dass Olaf Scholz in diesem Jahr von US-Präsident Joe Biden empfangen wurde? Hat das jemand mitbekommen? Nein? Ich glaube, Joe Biden hat das auch nicht mitbekommen. Letztes Jahr war bereits Frank-Walter Steinmeier bei Sleepy Joe im Weißen Haus. Solche Empfänge schenken der deutschen Politik tolle Bilder und viel Aufmerksamkeit, sind aber auch mit viel Reiseaufwand verbunden. Also frug man sich in Berlin, wie kriegen wir es hin, zu Hause mit den eigenen Leuten auch solch eine Zeremonieatmosphäre zu schaffen? Irgendwann kam jemand auf die entscheidende Idee. Ordensverleihungen im Schloss Bellevue. Ein genialer Einfall. Niemand muss weit anreisen, alle fühlen sich wichtig und der Bundespräsident kann eine staatstragende Rede halten. Im November bekamen gleich 7 amtierende oder ehemalige Ministerpräsidenten von Frank-Walter Steinmeier das große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. So heißt das Ding. Unter anderem Bodo Ramelow wurde ausgezeichnet. Zitat aus der Steinmeier-Laudatio. Ihre Freude an der Diskussion, Ihre Lust auf Dialog zeigen sich auch immer wieder auf Ihren Social-Media-Kanälen. Zitat Ende. Tja, früher gab es Verdienstkreuze für tapfere Soldaten, die im Gefecht ihr Leben riskiert haben. Heute reicht eine schöne Facebook-Seite. Meine Damen und Herren, Nancy Faeser hat neulich verraten, wer den Staat lächerlich macht, wird bestraft. Ich sage, niemand muss eine Strafe riskieren, denn der Staat macht sich spätestens mit seinen Ordensverleihungen selber lächerlich. Liebe Gäste, liebe Hörer. Unsere eigenartige neue Freude an Ordensverleihungen in Deutschland ist auch das Ziel spöttischer Kommentierung im neuesten Buch meines heutigen Gesprächsgastes. Ich könnte ihn jetzt vorstellen mit ausgiebigen Auszügen aus seiner Vita als ZDF-Moderator, als Bestsellerautor, als christlicher Freidenker. Aber wissen Sie was? Für ihn gilt das, was David Letterman in den USA mal mit einem Showtitel zum Ausdruck brachte. My next guest needs no introduction. Mein nächster Gast braucht keine Einleitung. Meine Damen und Herren, hier ist Peter Hane. Lieber Peter. Peter, wie geht es dir?
Lieber Lutschka, nach diesem wahnsinnigen Beifall und diesem fulminanten Einstieg von dir kann es mir nur wahnsinnig gut gehen. Ich dachte immer, auf was kommt er jetzt raus? Hoffentlich hat er auch mein Buch gelesen, dass dieses Kapitel da drin steht. Denn, Sie sehen, wie aktuell das ist. Es ist alles aus dem Januar. Da habe ich an dem Tag, von denen du sprichst mit den Ordensverleihungen, wo ein Ramelow den Orden gekriegt hat, der gesagt hat, in wenigen Wochen wird es Neuwahlen geben, ob ich wirklich hier der richtige Ministerpräsident ist. Da hat eben die ausgezeichnete Kanzlerin, die ja übrigens auch von Söder CSU und Wüst CDU die höchsten Orden von Nordrhein-Westfalen und Bayern gekriegt hat, nach dem Motto, die Frau hat sich so unwahrscheinlich verdient gemacht, also es lohnt sich, CDU und CSU zu wählen, dann kriegt man irgendwann so einen Orden. Und an dem Tag, als das war, war ich gerade in Ventura in Kalifornien in einem Outlet-Center am Black Friday. Also an dem Tag, wo alles super billig ist, an dem Tag hat Steinmeier die Orden verliehen. Also da sieht man Billigware in Bellevue. Jawohl. Lieber Peter, natürlich war das kein Zufall, dass dieses Thema von mir hier aufgebracht wurde. Ich habe dein Buch gelesen, was dieser Tage erscheint, und ich zitiere auch die entsprechende Stelle gerne von Peter Hane. Glitzernde Orden verkommen zu billigem Blech. Ein Symbol für unser heruntergewirtschaftetes Land. Schulterklopfen unter Politgenossen im Angesicht des Niedergangs. Das Bundesverdienstkreuz ist zur beiläufigen Beliebigkeit geworden, sagt Peter Hane. Das ist deswegen bin ich froh, dass ich, also da bin ich mir mit Henrik Broder einig, verrate ich jetzt mal. Wir beiden sagen immer, hoffentlich kriegen wir mal das Bundesverdienstkreuz, denn können wir das machen während der Übergabe, was Marcel Reich-Ranicki mit dem Deutschen Fernsehpreis gemacht hat. Er stellt sich hin, die denken, jetzt kommt die Dankesrede, und dann sagt er, hiermit gebe ich diesen Preis wieder zurück. Diesen Dreck nehme ich nicht an. Das möchte ich noch mal erleben. Ja. Jetzt sind wir schon mittendrin in deinem neuesten Buch. Es heißt, ist das euer Ernst? Aufstand gegen Idiotie und Ideologie. Was erwartet uns denn in diesem Buch? Was hat dich motiviert? Worum geht es? Also mich hat motiviert, dass der Verlag sagt, alle 2 Jahre ist ein Buch dran. Also muss das jetzt kommen. Zweitens, ich habe so viele Erlebnisse. Jeden Tag alleine schon jetzt, heute, könnte ich wieder 3 Bücher schreiben, was ich mit dem Flugzeug in allem erlebt habe und jetzt auch hier. Und zum anderen, ich sammle immer die schlimmsten Geschichten des Jahres, die die meisten Leute immer so schnell vergessen. Und das sind 30 Beispiele, die ich bringe, pars pro toto. Also da spricht jedes Beispiel, wie du das eben vorgelesen hast, mit den Orden, für den Gesamtzustand Deutschlands. Also der Protzbau des Kanzleramtes spricht dafür, dass unser ganzes deutsches Land den Verstand verloren hat. Die Politiker bauen sich immer größere Schlösser und das Volk verarmt. Diese ganze Gender-Geschichte, die ist so irre, da habe ich die ersten Sachen rausgesucht und gesagt, das spricht für alles. Und so kann man das also immer weiter nehmen, dass man einfach, und darum geht es mir. Mir geht es nicht darum, jemanden zu beleidigen, obwohl ich ganz offen von Idioten spreche. Ich sage ja, wir werden von Idioten regiert. Also nicht Fachleute. So, das kommt ja. Und jetzt ist der Witz, mir schreiben, ich habe 3, 4 Leuten das Manuskript gegeben. Das wird ja erst in diesen Tagen jetzt gedruckt, das sind ja hier die ersten Exemplare. Und dann sagen mir, so scharf warst, so extrem warst du noch nie, du begibst dich in ganz schwieriges Fahrwasser. Und ich sage mir als Christ, das meine ich ganz ernst, ich bin in Gottes Hand, also das werde ich alles schon noch überstehen. Und jetzt gibt es ein Stück Gerechtigkeit. Ein Hamburger Gericht hat vor wenigen Wochen erst entschieden, man darf den großartigsten Wirtschaftsminister, den diese Welt jemals gehabt hat, nach der größten Außenministerin, die jemals seit 2000 Jahren da ist, den darf, ich nenne ihn Vetternwirtschaftsminister,
der darf Vollidiot genannt werden, laut Gericht. Und jetzt muss ich sagen, ich bin bescheiden. Ich bin ja protestantisch, Sie merken mir ja an. Ich bin still, ruhig, bescheiden, demütig und so weiter. Rede auch nie von mir selbst. Und ich nenne ihn bescheiden ja nur Idiot. Noch nicht mal Vollidiot. Und dann sind wir ja alle gebildete Leute, auch hier auf der Schwäbischen Alb, beim Kontrafunk sowieso. Und wir natürlich wissen sofort, das kommt aus dem Griechischen und Lateinischen. Wenn also der alte Grieche einen Klempner bestellt hat und es kam ein Metzger, dann kam ein Idiot, also ein Nicht-Fachmann. Und heute bestellen wir für unsere Regierung und Parlamente eigentlich die besten Leute, weil wir sind ja so eine führende Nation. Es kommen aber nur Idioten. Und da muss man ja mal nachdenken, warum. Das ist die Aufgabe, der wir uns stückweise hier auch widmen können, nach dem Warum. Du tust das auch in deinem Buch. Und bleiben wir mal bei deinem Freund Herrn Habeck. Der ist ja eng verbunden mit den von ihm auf den Weg gebrachten Wärmepumpen. Ein Kapitel in deinem Buch trägt die Überschrift, warum die Wärmepumpe nicht kommen wird. Da habe ich sofort gedacht, warum? Wahrscheinlich weist er darauf hin, dass sich die Demokratie irgendwann durchsetzen wird, dass vielleicht technische Mängel einen Bremsklotz darstellen oder dass internationale Lieferketten irgendwann zusammenbrechen. Nein, Peter Hane macht das viel profaner. Ich zitiere, Handwerker sind schlicht und einfach nicht zu finden. Es gibt keine Fachkräfte mehr, die dieses idiotisch-ideologische Gerät installieren. Die Grünen von CSU bis Linkspartei können sich ihre Wärmepumpen wer weiß wohin stecken. Das sagt Peter Hane. Ja. Ja. Also aber ich sage ja noch was, weil man muss jetzt gar keine Angst haben, dass wir uns hier zerstören. Es gibt keine Installateure mehr. Sie kriegen doch selber keine Handwerker mehr, wenn sie die für irgendwas brauchen. Es gibt sie auch nicht für die Wärmepumpe. Und jetzt habe ich gerade einem großen Unternehmer dieses Ortes gesagt, ihr wunderbarer Diesel vor der Tür ist das Auto der Zukunft. Denn das Elektroauto ist jetzt kontaminiert. Sie dürfen es eigentlich nicht mehr fahren. Warum? Elon Musk, Erfinder Tesla Elektroauto, hat für die AfD geworben. Sie dürfen kein E-Auto mehr fahren. Das ist jetzt rechtsradikal. Bitte, es gibt ja eine Konstante in deinen Büchern der letzten Jahre. Es geht eigentlich immer um Sprache, also auch im Le Bon'schen Sinne, dass mit Worten auch Machtspiele ausgeübt werden, das Umdeuten von bestimmten Begrifflichkeiten. Du sprichst auch in deinem neuen Buch vom Wahrheitsministerium und nimmst Bezug auf Orwell. Das ist interessant. Ich lese noch eine Passage aus dem Buch vor. Die schwurbelnden Verfassungsschützer, ist interessant, dass du das Wort in die andere Richtung drehst, wittern überall Staatsfeinde. Von der demonstrierenden schwäbischen Hausfrau bis zum kritischen Star-Virologen. Diese Hetze gegen Andersdenkende ist jedoch selbst paranoid. Normaler Widerspruch gilt also als Gefahr für die Demokratie. Wehret den Anfängen. Das sagst du. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt hier bin. In dem Umfeld Tuttlingen-Rottweil, wo Montagsdemonstranten, Spaziergänger auf die Straße gegangen sind, das bis heute tun, weil sie diesen Irrsinn durchschauen und weil sie sagen, wir wehren uns. Und das ist für mich beeindruckend. Vor allem, weil eigentlich nichts schöner ist als spazieren gehen. Also der Bundespräsident, dieser Große, hat ja doch erklärt, die Spaziergänger haben ihre Unschuld verloren. Also das ist alleine von der Wortschöpfung her schon lachhaft. Aber damit verstößt er gegen jede medizinische Grundregel. Jeder Arzt, egal ob Kommunist, Atheist, Christ, Buddhist, was auch immer, Nudist oder was es so alles gibt, jeder Arzt sagt, frische Luft ist das Wichtigste. Spazieren gehen ist das Wichtigste. Und vor allem montags spazieren gehen. Das ist besonders gesund. Ja. Das passt schon.
Ja, ich hatte angespielt auf dieses geförderte Denunziantentum, von wegen während den Anfängen, es gibt so das, die Begrifflichkeit des Hinweisgebers, also nach dem Motto, melden Sie uns doch bitteschön fürs Wohl der Allgemeinheit, ob irgendjemand abtrünnig ist. Das ist ja nicht so richtig lustig, oder? Nein, man wundert sich, wenn man mein Buch liest, ich verrate jetzt mal so viel, dass ich ja gar nicht über die Ampel herziehe. Die Ampelregierung ist nur das Sahnehäubchen auf dem, was wir die letzten 16 Jahre hatten. Alles war vorher, die Abschaffung der Bundeswehr, die Abschaffung der Kernkraftwerke, die Zerstörung der Bildung. Man kann eins nach dem anderen, das war alles vorher. Die dramatisieren das jetzt nur ein bisschen. Das heißt, das Denunziantentum, dass jetzt schön geredet wird, das hatten wir alles schon mal. Deutschland hatte ja zwei Diktaturen in einem Jahrhundert. Also Sie müssen Ihrem Nachbarn helfen, dass der sich nicht ansteckt und stirbt. Nicht wahr? Heute sterben Sie alle. Das ganz große, du hattest das in deiner Sendung unlängst, da siehst, dass ich alles gut höre. Das Modewort dieser Zeit ist plötzlich und unerwartet. Jetzt ist plötzlich und unerwartet auch Andi Brehme gestorben. Ich glaube, 5-mal geimpft. Jetzt sterben sie alle plötzlich und unerwartet. Und genauso wird dann gesagt, und du musst gucken, damit die Wohnung vom Nachbarn auch nicht zu warm ist. Geh da ab und zu mal vorbei. Du musst ihm helfen, das Weltklima zu schützen. Und die Stadt, die, und das schreibe ich, ich habe das ja alles recherchiert, die das erste Corona-Denunziationsportal hatte, wo sie aufriefen, man soll Videos einschicken, wo die Nachbarin ohne Maske gezeigt wird, ist das CDU-regierte Essen im CDU-regierten Nordrhein-Westfalen. Das Schlimmste, was in der Corona-Zeit war, war Bayern. Danach kam sofort Sachsen. Und der sächsische Ministerpräsident stellt sich gestern hin und sagt, jetzt ist auch mal die Zeit, um Entschuldigung zu bitten. 3 Tage vor der Wahl. Ich sage nur, ich will nicht, dass mich einer um Entschuldigung bittet, sondern ich will, dass alles juristisch aufgeklärt wird. Und deswegen... Und eins habe ich nicht mehr ins Buch geschafft. Ich habe noch viele Sachen da rein, auch die Bauernproteste, alles noch mit reingebracht. Verfassungsschutz ist eines der vielen Euphemismen, also das Wohlgerede, dass der Verfassungsschutz die Verfassung schützt. Ich habe noch einen alten Verfassungsrichter im Ohr, der mir sagte, wer schützt die Verfassung vor dem Verfassungsgericht? Heute könnte man sagen, wer schützt das Grundgesetz, also die Verfassung vor dem Verfassungsschutz? Nur der Verfassungsschutz ist ja gar kein Verfassungsschutz mehr. Er ist Regierungsschutz. Er ist Regierungsschutz. Und das ist das Problem. Ja, wir merken schon, liebe Gäste, der tiefrote Bereich ist derjenige, wo sich Peter Hane am besten auskennt und am meisten zu Hause fühlt. Hier wird kein Tabuthema ausgelassen. Nun, Peter, du bist ja deutschlandweit bekannt, das können wir nicht leugnen. Und ich weiß, du schämst dich dafür. Eine lange Karriere im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. ZDF-Mann. Und ich interessiere mich ja durchaus auch als ehemaliger Fernsehmann des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, freie Mitarbeit. Ich habe das gerne gemacht seinerzeit. Wie hat sich das denn verändert? Wann war für dich der Umbruch wirklich zu spüren? Es war ja nicht immer schlecht, oder? Die hat es doch auch anfangs Freude bereitet, dort zu arbeiten. Also ich habe den Umbruch persönlich überhaupt gar nicht gemerkt, weil ich immer das tun durfte und auch getan habe, was ich wollte. Und so eine Sendung, wie wir beiden jetzt hier machen im Kontrafunk, das wäre noch vor 10 Jahren ohne weiteres im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gewesen. Ein Dieter Nuhr war völlig unumstritten. Heute muss mein Freund Thomas Gottschalk, mit dem zusammen ich meinen ersten Arbeitstag hatte, bei der Europawelle sah. Ich bin ein Radiomann von Haus aus, also bei der ARD. Der verabschiedet sich
Und das schreibe ich auch sehr breit in meinem Buch. Ich stand übrigens als erster vor den rauchenden Trümmern seiner Mühle in Kalifornien. Da war ich gerade zufällig da. Wann war das? Vor 4 Jahren. Und da ahnte ich schon, dass er sich scheiden lässt. Das wusste ich schon. Denn seine Frau hat einen millionenteuren Text von Rilke, Rainer Maria Rilke, verbrennen lassen und hat die Katze gerettet. Da habe ich gedacht, das kann nicht gut gehen. 3 Monate später war er geschieden. Und Thomas Gottschalk sagt als letztes im ZDF, und die letzten Worte überlegt man sich. Meine letzten Worte waren, ich habe Ihnen 50 Jahre lang einen guten Abend gewünscht, um Ihnen dann 20 Minuten zu sagen, dass es kein guter Abend ist, weil so viel Schreckliches passiert ist. Und deswegen sage ich Ihnen, halten Sie sich lieber an die einzig gute Nachricht, die es gibt, an die Bibel und an das Wort von Jesus Christus, waren meine letzten Worte. Und Thomas Gottschalk sagt, der hätte das auch sagen können, sagt, ich kann nicht mehr in einem Sender arbeiten, wo ich nicht mehr reden kann, wie ich zu Hause rede. Und spätestens da müssen alle Alarmglocken läuten. Also, ich habe gar keine Probleme gehabt sowieso nicht. In meinen letzten Sendungen, die letzten 7 Jahre in der Talksendung, ich hatte alle AfD-Vorsitzenden, vor denen hatte ich doch keine Angst. Heute haben sie scheinbar alle Angst, deswegen laden sie den nicht ein. Ich hatte Sarrazin und Ströbele an einem Tisch. Die wollten beide, da sage ich, also zu mir können sie doch wohl kommen, jetzt tun sie mir mal den Gefallen. Das war die erste und einzige Sendung, die es je gegeben hat, mit den Erzfeinden zusammen. Ja, die haben sich nachher menschlich in den Armen gelegen, sind zusammen Kaffee trinken gegangen. Das waren alles noch andere Zeiten. 7-mal Sarah Wagenknecht. Das war Debatte auf Augenhöhe. Da sage ich zu der, also Frau Wagenknecht, wo ist denn Ihre Glaubwürdigkeit? Sie essen Kaviar, fahren zu Hummer und Champagner extra nach Straßburg von Saarbrücken. Was ist denn da mit Ihrer Glaubwürdigkeit darauf? Ich dachte, ja, ich arbeite darauf hin, dass bald alle Champagner und Kaviar kriegen. Das war doch toll, das war auf Augenhöhe. Das Problem, lieber Lutka, ist heute so. Deswegen bin ich ja lieber hier, um mit intelligenten Leuten zu sprechen. Sie finden das Niveau nicht mehr. Es sitzt vor Ihnen die Vorsitzende einer Regierungspartei und erklärt, jeder Rentner verdient doch mindestens 2000 Euro. Es sitzt vor Ihnen heute eine Außenministerin und sagt, wenn sich Herr Putin nicht um 360 Grad dreht, dann ist Schluss. Das Niveau hat sich geändert und dann muss ich eins sagen, weil wir immer über den Journalismus reden, dass der war immer links, das war nie anders, aber Journalisten im Öffentlich-Rechtlichen, aber auch Privaten, machen nur das, was man sie machen lässt. Bitter, deine Erfahrung, deine lange Zeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist einfach viel zu interessant, um da jetzt sofort drüber wegzugehen. Du hast in deinem Buch ja auch ein paar Verweise, zum Beispiel auf gezinkte Interviews. Das ist ein Phänomen dieser Tage, dass zufällig als Gesprächspartner in der Fußgängerzone ausgewählte Passanten sich hinterher als Lobbyvertreter aus dem Bereich der Grünen zum Beispiel rausstellen. Meine Frage an dich. Gab es das früher nicht oder ist das vielleicht früher einfach nicht aufgeflogen? Denn heute hat man natürlich die Möglichkeiten, relativ schnell rauszukriegen, wer war das denn? Jetzt bin ich sehr gespannt. Waren die Zeiten früher besser oder einfach nur geschickter zu verbergen? Nein, also es war nicht besser, aber anders. Also so dreist, dass so dreist gelogen wird, das hat es früher in der Tat nicht gegeben. Vor allem, wenn das aufgeflogen wäre, sofort auch in der Redaktion oder im Haus wäre man rausgeflogen. Wir haben das anders gemacht. Also nichts ist verlogener wie eine Straßenumfrage. Denn zum Schluss sitzen, die ist ja nicht live, sitzen sie am Schneidetisch
und Sie können 500 Antworten gekriegt haben, wie großartig die Regierung ist und 3 Antworten, wie schrecklich. Dann nehmen Sie von den 3 Antworten 2 und in 500 Antworten eine und haben dann den Gesamteindruck, die Regierung ist so schrecklich. Das heißt, am Schneidetisch konnte man das alles machen. Und wenn heute, könnte ich Ihnen die ganzen Tricks verraten, wenn da gesagt wird, aus gut unterrichteten Kreisen habe ich das und das gehört, dann ist das die Meinung des Redakteurs, der gerade am Mikrofon ist. Der will ja nicht sagen, ich will Sie jetzt erziehen, sondern ich habe das gehört oder aus Regierungskreisen oder was auch immer. Das sind alles Tricks. Sie können auch Bilder in einer Weise manipulieren. Sie können dieses überfüllte Lokal, wo die Leute ja schon draußen an den Fenstern stehen, können Sie fotografieren. Hier ist, ich sehe ja zwar keinen leeren Stuhl, aber wenn jetzt einer aufstehen würde und Sie fotografieren es so, dass Sie den leeren Stuhl sehen und ein paar Leute, haben die Leute morgen den Eindruck, wenn sie in der Zeitung lesen, da war nichts los. Sag mal, Peter, du hast eben auch deine Erlebnisse hier am Flughafen angedeutet. Soweit ich recht informiert bin, aus guten Quellen, meine Damen und Herren, bist du da einem prominenten Schwaben begegnet und du hast ihn auch angeschrien unter Beifall. Das passt zu dir. Verrate uns doch mal, welcher Schwabe das war und warum du ihn angeblafft hast. Also jetzt komme ich zu dem Flieger. Und man hätte einsteigen können, es war alles fertig, Flugzeug stand da. Ich gehe zu dem am Schalter und sage, sagen Sie mal, ich will pünktlich, weil ich mich verabredet hatte noch am Flughafen. Ja, also wir müssen noch warten. Und Sie, also Sie hat er betont, werden sich wundern, warum. Dann kommen 7 Polizisten, 7. Und anschließend ein etwas älterer Herr, weißhaarig. Und ich habe den dann hier gleich auf meinem Handy fotografiert als Beweisfoto. Also es steht plötzlich Herr Kretschmann da. Geht dann ganz langsam ins Flugzeug und die Polizei und alles Mögliche. Und bevor er sich da umdrehte, weil ich vorher ein Telefongespräch unfreiwillig mitgehört habe, wo ein Familienunternehmer aus Schwaben ins Telefon sagt, ich bin jetzt auf dem Weg in Stuttgart Konkurs anzumelden. Da war ich so auf 180. Und dann habe ich, der hat mir mal handschriftlich geschrieben und was nicht alles, Kretschmann, ich habe ja gegen die Menschen nichts. Und dann habe ich doch laut gesagt, Sie zerstören unser Land. Geben Sie es doch endlich auf. Der war ganz erschrocken, ging dann und man muss es ja einfach mal sagen und man kann hoffen, dass sie irgendwie da vielleicht doch mal zusammenzucken. So, und dann hatte ich noch x Gespräche, auch im Flugzeug, alles positiv, wo junge Leute wieder kamen und sagten, geben Sie nicht auf, es geht um unsere Zukunft. So, dann stehe ich auf, als wir gelandet sind. Sie müssen sich vorstellen, das Flugzeug flog geradezu doppelte Geschwindigkeit. Wir haben nicht nur die Verspätung eingeholt, sondern auch noch Zeit gewonnen. Die Tür wurde aufgemacht, als das Flugzeug noch nicht richtig stand. Alles ging reibungslos. Und dann sage ich in das Flugzeug rein, ohne Ironie, und sage, so haben wir alle was davon, wenn man mit einem Ministerpräsidenten fliegt. So, ist ja so. Ne? Ich kam wieder pünktlich an. So. Und dann habe ich hinzugesetzt, obwohl doch die Inlandsflüge eigentlich verboten sind. Wir werden doch, mit Luther gesagt, verarscht von morgens bis abends. Also, was nehmen wir mit aus diesem Erlebnis? Wenn Sie Politiker der Grünen treffen wollen, dann klappt das in der Regel nicht in der Bahn, sondern im Flugzeug. Business Class, Business. Bezüglich der Deutschen Bahn gibt es auch ein Zitat aus deinem Buch. Der Zustand der Bahn ist das Spiegelbild für eine Nation. Und ich glaube, wir verstehen alle, was du damit meinst. Es war wirklich ein Synonym für Pünktlichkeit, für Verlässlichkeit. Ich selber habe das auch als Vielfahrer der Deutschen Bahn genießen dürfen lange Zeit. Und jetzt ist es doch so,
man kann sich doch darauf verlassen, dass die Bahn eben nicht pünktlich kommt. Es sei denn, man ist selber unpünktlich, dann ist die Bahn pünktlich. Ja, so, ja. Völlig richtig, ist wie mit dem Regenschirm. Ja, ganz genau. Also klar. Nur da, ich muss ja das immer wieder gleich so ein bisschen Wasser in Wein oder Wermutstropfen oder was auch immer, dass die Bahn völlig kaputt ist. Liegt daran, dass wir 16 Jahre lang Verkehrsminister der CSU hatten. Von der Ampel hat nie jemand was mit der Bahn zu tun gehabt. Da war nie ein Grüner, nie ein FDP- oder SPD-Mann. Es war immer Verkehrsminister entscheidend für die Bahn. Das heißt, die Bahn ist 16 Jahre lang systematisch zerstört worden. Wenn Sie heute in die Schweiz kommen, die Bahn fährt nicht pünktlich auf die Minute. Sie fährt pünktlich auf die Sekunde. Den Zustand eines Landes kann man erkennen, A, an der Bahn und B, das habe ich ja auch in dem Buch geschrieben, an der zunehmenden Vermüllung. Sie können sich ja hier auf der Schwäbischen Alb gar nicht vorstellen, wie es in Berlin aussieht. In einer der bürgerlichsten Straßen Charlottenburg, nähe Kudamm, in der ich wohne, wo es mal schwäbisch blitzsauber war. Ich habe das alles fotografiert. Da gehen sie heute über Matratzen und über alles wird dazugeworfen. Und sauber gemacht wurde bei mir erst 3 Tage vor der Wahl, damit die CDU ihre Plakate drüber kleben konnte. Wir sorgen für eine saubere Stadt. Weil das ja sonst eine Parodie gewesen wäre. Also an diesen Dingen, Kleinigkeiten, aber es sind ja, ist ja irre. Deutschland war mal wie diese wunderbaren Uhren, die hier bei Ihnen hergestellt werden. Prinz Charles hat von hier seine Uhr gekriegt. Ich darf Ihnen das verraten am Kontrapunkt. Ich habe auch so eine gekriegt. So eine Prinz-Charles-Uhr. Ja, Peter, ich glaube schon, dass wir alle wissen, wie Berlin sich entwickelt hat. Und du erwähnst in deinem Buch eine Stadt als warnenden, mahnenden Hinweis. Das hat mich sehr interessiert, aus persönlicher Erfahrung heraus auch. Gerade ist es en passant mal angeklungen, dass du in Kalifornien wohl warst oder häufiger bist. Die Rede ist von San Francisco. Ja. Eine ohne Zweifel wunderschöne Stadt. Einfach auch deswegen, weil dort eben nicht die typischen amerikanischen Hochbauten, Skyscraper zu finden sind. Und es ist eine urige Stadt mit Flair. Und das Problem sind halt nur jene Matratzen und problematischen Rückstände, die dort einfach auf jeder Straße zu finden sind. Das war in den 70ern nicht so. Schauen wir uns Folgen an von den Straßen von San Francisco. Ja. Und du sagst, es könnte sich auch Wiesbaden so entwickeln und vielleicht auch Stuttgart. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von San Francisco mit Verweis und Brücke hier in unserer Heimat. Naja, das liegt insofern auf der Hand. Die haben also zumindest in San Francisco, aber jetzt ja auch landesweit inzwischen, genau solche Idioten in der Politik wie wir, die also meinen, man darf arme Leute und vor allem Schwarze und alles Mögliche nicht noch zusätzlich diffamieren und diskreditieren, indem man, weil sie als Arme Ladendiebstahl begehen müssen, dafür auch noch bestrafen. In Wiesbaden, CDU-Region, hat man gesagt, Schwarzfahren, das ist in sich Rassismus bis zum geht nicht mehr. Das muss man immer bedenken. Schwarzfahren wird nicht mehr bestraft. In San Francisco heißt es, Ladendiebstahl nur noch bis 699 Euro. Da wird es nicht bestraft. Ab 700 ist Strafe. Jetzt gehen da die Obdachlosen alles Mögliche mit dem Taschenrechner, gucken ganz genau. Und das habe ich alles beschrieben. Es ist Wahnsinn, dass eine Stadt sich selbst zerstört. Denn dafür brauche ich nur ein bisschen Lebenserfahrung. Nicht mit dem kleinen Finger und der ganzen Hand. Oder wenn ich Kavaliersdelikte, sogenannte, zulasse, geht das immer weiter und kriminalisiert sich auch bald im Großen. Das hat dazu geführt, dass San Francisco im Augenblick wahrscheinlich die
meist gemiedeste Großstadt der Welt ist. Da will keiner mehr hin. Man ist erschüttert. Und das Irre ist, und es gibt, wissen Sie, deswegen glaube ich ja noch mehr an Gott, weil der das so konstruiert hat, die Schöpfung, dass selbst Tiere darauf reagieren. Die Seelöwen, die das Markenzeichen also sind in, quasi im Hafen, 1200 Robben, Seelöwen, die da sind, sind jetzt auch abgehauen. Und die kommen nur ein paar Mal und gucken, wie sich die Stadt entwickelt hat. Das heißt, sie können innerhalb von einem Jahr eine Stadt zerstören. Und in San Francisco kann man erleben, wie die Hotels schließen. Jedes zweite Geschäft ist mit Brettern vernagelt. Die Market Street, die mal ein Vorzeigedings war, völlig verwüstet. Und dann fahre ich durch San Francisco. Das hat ja auch was Gutes immer. War dunkel und hatte mich echt verfahren, obwohl ich schon tausendmal da war und mit Zuhenaugen eigentlich fahren könnte. Und jetzt musste ich doch mal fragen, die Golden Gate, über die ich ja dann fliehen wollte, wo, in welche Richtung. Ich war völlig durcheinander. Ich mache das Fenster runter, atme ein und denke, meine Güte. Ich sah plötzlich Farben, die ich vorher noch gar nicht gesehen hatte. Ja, und man merkt die Nachwirkungen von San Francisco. Du wirkst immer noch ein bisschen high. Das muss ich ganz klar sagen. Und darf auch anschließen, man spricht ja immer davon, Risikogruppen sind Männer, die ein gewisses Alter erreicht haben, die zu Emotionsausbrüchen neigen, mit einem hochroten Kopf, Stress ausgesetzt sind und übergewichtig sind. Wie lange haben wir denn noch was von dir? Also trifft alles zu. Also ich habe ja die tollsten bei YouTube und so, die Kommentare. Das sind entweder die Hardcore-Fans, die also schreiben, Hane für Bundespräsident, Hane für Kanzler, und das wird dann tausendmal geliked oder was auch immer. Das ist was zum Wohlfühlen. Dann haben wir die, das ist dann kommt aus entsprechenden Ecken, wo ich immer genau, man kann das ja alles recherchieren. Also wenn man einen Studenten da mal dran setzt und dem ein paar Euro gibt, der kann ganz genau feststellen, wer ist das letztlich und wie sind die vernetzt. Sind dann leider oft Leute aus meinem früheren engeren Umfeld, gerade aus dem Reihen der Christen, die ja auch von dem oft besessen sind, was ich immer sage und was die Neue Osnabrücker Zeitung mal als dicke Überschrift über ein Interview machte. Neid ist die Mehrwertsteuer des Erfolges. Es ist ja vielfach auch Neid, was da kommt. Und dann gibt es diejenigen, denen nichts anderes mehr einfällt, als unter die Gürtellinie zu gehen. Also nach dem Motto, der platzt aber auch langsam aus allen Nähten. Und jetzt schrieb einer, der sollte doch mit seinem Parkinson, also weil er da immer mit den Händen rumfuchtelt, eigentlich nicht mehr ins Fernsehen. Wissen Sie, das sind alles Sachen, wo ich mir immer sage, wenn ich die Motivation erkenne, das reißt mich ja nicht vom Stuhl. Und es ist einfach in dieser offenen Gesellschaft, die wir ja in Bezug auf wenigstens noch YouTube da haben und so, muss man das alles hinnehmen. Ich sage mir immer in meiner Bescheidenheit, wenn ich kritisiert werde und zwar richtig scharf, das kann man nur mit jemand machen, der jedem bekannt ist. Sonst muss man ja erst erklären, wer der überhaupt ist. Und zum anderen, der wichtig ist. Wissen Sie was? Ich hake das alles ab unter Werbung. Das ist Werbung. Und im ZDF, bei meinen Kollegen, gibt es heute noch, jetzt kriege ich ja alles wiedergespiegelt, wo die sich dann so in so einer Redaktionskonferenz oder sogar in der großen Konferenz des ZDF, habt ihr gelesen, was wieder über den Hane geschrieben worden ist? Das ist ja alles ganz furchtbar. Und dann sagt eine Kollegin, och, Peter Hane wird jetzt sagen, meine Auflagen steigen. Wir kommen allmählich in die Zielgerade unseres Gesprächs, lieber Peter.
Es ist ja nicht so, dass du erst seit gestern Bücher veröffentlichst. Dein neues Buch steht in einer gewissen Reihe und es lohnt sich, die Titel nochmal Revue passieren zu lassen. Ganz bekannt: Rettet das Zigeunerschnitzel, Finger weg von unserem Bargeld, Schluss mit euren Mogelpackungen, Seid ihr noch ganz bei Trost, Nicht auf unsere Kosten, Das Maß ist voll und jetzt ganz neu: Ist das euer Ernst? Du hast ja eben verraten, dass du alle 2 Jahre ein Buch rausbringen sollst. Ich möchte dir helfen, vielleicht mit Titelangeboten für deine nächsten Bücher. Ihr seid doch irre! Oder Die Spinnen, die Grünen. Oder Deutschland hat fertig. Oder, wenn ich mir überlege, was du hier alles vom Stapel lässt in Richtung unseres Staates, die Verächtlichmachung des Staates ist ja strafbar, dann wirst du vielleicht in 10 Jahren das folgende Buch schreiben: Peter Hane, Erinnerungen an meine Haft in der JVA Berlin-Tegel. Also, lieber Ludger, da ist leider etwas dran. Wenn ich eines der Bücher zitieren darf, das ich jetzt zum 3. Mal gelesen habe, und da muss ich ehrlich sagen, da heule ich. Boris Reitschuster, Meine Vertreibung. Wenn Sie das lesen, da bleibt einem der Atem stehen. Das ist alles erst 2 Jahre alt. Was zur Corona-Zeit passiert ist, es tut mir leid, ist für mich ein Verbrechen. Und darüber kann ich nicht lachen. Und wenn heute ein Politiker kommt und sagt, um Entschuldigung bitten, verstehen Sie, es sind Existenzen zerstört worden, Unternehmen zerstört worden, Handwerk, Familienbetriebe, wissen sie nicht mehr, wie sie ihre Firma retten sollen. Es sind Arbeitsplätze vernichtet worden wegen diesem ideologischen Irrsinn. Es sind Leute in Einsamkeit und Depression und Selbstmord getrieben worden. Und heute sterben sie reihenweise. Junge Leute, Spitzensportler. Mir sagt der führende Mensch, jetzt muss ich das verallgemeinern, der den Leuten ins Innere guckt als Mediziner: Ich habe nur noch Impfopfer. Einer der führenden Ärzte der Welt, der medizinische Dinge erfunden hat, schon in der DDR, von denen wir alle leben, der sagt: Ich habe nur noch diese Opfer. Eigentlich müsste man alle Ärzte belohnen, die so getan haben, als hätten sie geimpft. Aber die sitzen heute noch in den Gefängnissen. Das ist das Problem. Eins muss ich dir widersprechen, lieber Ludger. Also das Buch, jetzt ist Schluss, ihr Grünen oder irgendwas, das akzeptiere ich ja nicht. Ich halte die Grünen, wie gesagt, für ein Sahnehäubchen auf das, was wir die letzten 16 Jahre hatten. Aber das darf ich zum Schluss sagen, weil ich nichts selber daran verdiene. Ich habe jetzt noch eine Neuauflage gebracht von einem Buch, was mir viel mehr am Herzen liegt als alles andere. Das ist nämlich die große Menschheitsfrage, können wir uns demnächst ja mal unterhalten: Leid und wo bleibt Gott? Dieses Buch habe ich nochmal wieder, das ist ein dickes Buch, können Sie zum Selbstkostenpreis jetzt bestellen, wenn Sie uns auch Kontrafunk hören, ist jetzt auch in diesen Tagen gekommen. Und da hört für mich aller Spaß auf, wie viele Leute heute nicht mehr damit fertig werden. Und ihnen wird ja nirgendwo mehr geholfen. Die Kirchen sind ja die offiziellen Kirchen, bin ich ja froh, dass es Freikirchen alles gibt, sind ja heute noch viel schlimmer als die Politik. Sie müssen ja, um ins Reich Gottes zu kommen, die 3G-Regel schaffen, 10-mal geimpft sein und doppelte Masken bezahlen. Dabei steht in der Bibel das wunderbare Jesuswort: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Eigentlich müsste jede Politik, müsste jeder Bundespräsident sagen: Kommen Sie zu mir, wenn Sie mühselig und beladen sind. Sie dürfen aber nur noch kommen, wenn Sie die richtigen Parteien wählen, wenn sie geimpft sind und eine Maske aufsetzen. Die restlichen sind diejenigen, die man als Ratten bezeichnet. Söder spricht von Parasiten
und diese Waffenhändlerin mit dem Vierfachnamen von einem Stück Scheiße. Das ist heute Deutschland. Und so richten wir unsere Gesellschaft kaputt, wenn jeder gegen jeden geht. Bis in die Familie, bis an den Arbeitsplatz. Das ist doch Wahnsinn. Und mir sagen die Kollegen aus der früheren DDR, Ralf Schuler, schreibt das ja auch zum Beispiel. Es ist schlimmer als in der DDR. Das sagt nicht Peter Hane. Das sagen Leute, die in der DDR schon auch als Journalisten gearbeitet haben. Es ist heute schlimmer. Merken wir das eigentlich nicht? Lieber Peter, liebe Gäste, ich glaube, als Fazit dieses Gesprächs steht, diejenigen Menschen, Peter, die dich mögen, die mögen dich jetzt noch mehr. Und diejenigen, die dich ablehnen, die lehnen dich jetzt noch mehr ab als vorher. Dementsprechend freue ich mich, dass wir miteinander gesprochen haben. Und dein neues Buch kommt auch ohne Gottesbezug nicht aus. Du hast einen Schlussappell, der hier auch ein Schlussappell sein kann. Ich zitiere aus dem neuen Buch von Peter Hane. Ohne Gott ist kein Staat zu machen. Wer sich auf Gott und seine Gebote verlässt, ist nicht verlassen. Auch ein Staat nicht. Sich dieser Wurzeln unserer Herkunft wieder zu besinnen, ist der Schlüssel für die Zukunft. In diesem Sinne, schön, dass Sie dabei waren. Das war Ludgers Welt. Bitte einen Riesenapplaus für Peter Hane. Ja, liebe Hörer, es war mächtig was los, als Peter Hane und ich im Schwabenland unser kleines Stelldichein hatten. Viele Grüße an alle, die live dabei waren. Und, liebe Hörer, falls Sie auch ein Etablissement kennen oder vielleicht sogar höchst selbst betreuen, welches potenziell in der Lage wäre, ganz gleich wo in Deutschland ein derartiges Diskussionsspektakel vor Publikum zu beherbergen, melden Sie sich gern. Entweder direkt bei mir oder über die offizielle Kontrafunk-Meldestelle unter kontrafunk.radio. Ja, auch wir freuen uns also über Hinweisgeber. Ich selbst bin so frei, am heutigen Schluss meiner Sendung darauf hinzuweisen, dass ich als Solist mit meinem Kabarettprogramm immer wieder abendfüllend live zu sehen bin. Ganz bald zum Beispiel im westlichen Thüringen, kurz drauf in Meißen und im Verlauf des Jahres 2024 zum Beispiel in der Nähe von Frankfurt am Main oder in Dortmund oder in Leipzig oder. Ganz wichtig dabei, zurzeit ergeben sich Live-Gastspiele oft sehr kurzfristig. Drum lohnt es sich, wenn Sie immer mal wieder auf meiner Heimseite vorbeischauen. Ja, Sie werden mich finden im Netz, wenn Sie das möchten. Ludgers Welt im Kontrafunk kommt jeden Mittwochabend um 20 Uhr. Eine Wiederholung läuft um 23 Uhr am Mittwochabend und tags drauf am Donnerstagvormittag gibt's Ludgers Welt ebenfalls nochmal als Wiederholung. Natürlich immer jeweils nach den Nachrichten. In einer der nächsten Sendungen spreche ich mit einer Eventagentur, die auch mit schmalem Budget ganz große Veranstaltungen zu kreieren in der Lage ist. Das ist für jeden potenziell interessant und ich werde mich humoristisch auch hermachen über die aktuelle Enthüllung einer Online-Konferenz von deutschen Generälen. Wobei sowas sogar mir das Lachen erschwert, wenn wir bedenken, welche potenzielle Tragweite das in sich birgt. Hier ein kurzer Ausschnitt. Der eigentliche Skandal besteht für mich darin, dass die Bundesregierung die Echtheit der Audiomitschnitte sofort bestätigt hat. Wo ist die gute alte Taktik des Abstreitens geblieben? Ich meine, hier wäre doch ein Verweis auf Überprüfungsnotwendigkeiten nicht nur angebracht, sondern in Zeiten von KI sogar mehr als glaubhaft gewesen. Noch dazu, weil die Protagonisten eh keiner kennt. Ich habe zumindest nicht mitbekommen, dass ein deutscher General mal bei Let's Dance oder im Dschungelcamp mitgemacht hat. Liebe Hörer, die ganze Aufzeichnung dieser Nummer gibt's in einer der nächsten Sendungen. Eine Schlüsselrolle bei der Abhörgeschichte spielt ein WLAN-Netz in Singapur, das dafür bemüht wurde. Das allein sagt einiges aus, mein lieber Mann.
Dennoch, behalten wir einfach den Humor, denn mit Humor sieht man besser. Bleiben Sie umsichtig. In alle Richtungen. Die Welt da draußen ist ein Dschungel. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Ihr Ludger-K.de. Tschüss. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende. Oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio